Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM, das ich heute mit Abo führe, COO von Cointracking. Ich grüße dich mal lieber. Hi. Hi. Abo, zwei Daten, die wahrscheinlich, wenn ich sie jetzt nenne, viele Leute nicht auf dem Schirm haben werden, aber das definitiv sollten, ist einmal der 31.07. diesen Jahres 2024 und dann der 2.09., der 2. September. Sagen die Leute, ist das ein Feiertag oder um was geht's da? Aber das sind Steuerabgabetermine, einmal für das Jahr 2022, der 31.07. und am 2.09. für das Jahr 2023. Das ist sehr relevant für Leute und doch ist es so, wir bei der HKCM, wir wissen das oftmals, die Leute sagen, ja, ich bin in Krypto investiert, aber was soll ich da nochmal machen? Ich kümmere mich nicht darum. Was ist da nochmal der Betrag? Ab wann? Es ist sehr, sehr viel Unwissen da. Hast du diese Erfahrung auch gemacht? Ja, auf jeden Fall. Und tatsächlich kommt die Erfahrung dann auch bei den Usern, die letzten Endes die Abgabe machen müssen. Also das sind die User, die dann vom Finanzamt ein Schreiben bekommen und sagen, ah, da ist irgendwas auf die Bank XY geflossen. Wo ist denn die Steuererklärung zu diesen Transaktionen, zu diesen Kryptos? Also die User, die zu uns kommen, zu unserer Applikation, die wissen schon, was auf sie zukommt, was Richtung Steuern geht. Aber die wirklich Panik schieben, sind dann die User, die vom Finanzamt einen Brief bekommen und sagen, ui, da wird was verlangt, ich habe gar nicht dran gedacht und stehen jetzt vor der Situation, dass sie schnellstmöglich die Steuer nicht nur für das letzte Jahr, vielleicht auch für die Jahre davor abgeben müssen. Absolut, und ich möchte das wirklich, das ist auch meine volle Überzeugung, ihr wisst es auch, wer meine Krypto-Videos kennt, ich spreche das seit vielen Monaten an, deswegen war es mir jetzt auch so wichtig, dass ich mit ihm mal persönlich sprechen kann. Ich möchte das auch gleich vorab sagen. Cointracking ist ein Partner von uns und zwar der erste und einzige, den wir in diesem Bereich in den letzten 12 Jahren hatten, weil mir das so wichtig ist, weil ich das sehe, das ist ein schwarzer Fleck bei vielen Anlegern, die sich einfach nicht mit dem Steuerthema auseinandersetzen wollen. Das ist so, nee, ekelhaft, kompliziert und es muss ja gar nicht kompliziert sein. Vielleicht kannst du mal kurz vorstellen, wie ihr da Abhilfe leisten könnt. Also wir bieten eigentlich zwei Lösungen an. Die eine Lösung ist do it yourself. Das heißt, wir bieten eine Applikation, auf der du dich anmelden kannst. Du kannst deine verschiedenen Börsen integrieren durch sogenannte API-Schnittstellen. Das bedeutet, automatisch holen wir die Transaktionen von den Börsen, berechnen dir deine Gewinne, deine Verluste und am Schluss erhältst du einen vollständigen Steuerbericht, den du dann selber ans Finanzamt weiterreißt oder über einen Steuerberater. Das ist die Methode Do-It-Yourself. Wir wissen aber auch, dass einige vielleicht in dem Heavy Trading drin sind oder auch vieles getestet haben, sei es in der DeFi-Welt oder sei es in einem NFT-Game, wo sie ein kleines Dino-Baby hatten. Mhm. Am Schluss haben sie einen Drachen, der Feuer spuckt und wissen jetzt gar nicht, wie kann man das dann bitte steuerlich geltend machen. Für diese Kunden, die es nicht selber machen wollen, bieten wir auch unseren sogenannten Full-Service an. Das heißt, wir übernehmen die komplette Übernahme deiner Steuertransaktionen im Austausch natürlich mit dir, aber letzten Endes kriegst du dann von uns etwas Fertiges, was du dann einfach nur noch weiterreichen musst. Mhm. Das ist sehr interessant. Also ich nutze das selbst, aber auch noch nicht in der kompletten Version, dass es abgenommen wird. Ich finde gerade für mich als Unternehmer ist Zeit sehr wichtig. Und nicht nur Unternehmer, viele Leute haben auch einfach keine Lust, sich um solche Sachen zu kümmern. Deswegen finde ich das super, dass ihr das anbietet. Übrigens alles, wenn ihr Kontakt sucht, wenn ihr euch fragt, wie komme ich daran, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Kontakt. Ich finde, das ist auch preislich gesehen alles völlig in Ordnung. Denn, und das kann ich nur ganz klar mitgeben, Leute, legt euch nicht mit dem Finanzamt an. Die kennen keinen Spaß und sie sind dauerhungrig wie ein Fresssüchtiger. Ja, ich denke, das kann man mal genauso sagen. Der Staat will sein Geld und die Geduld ist sehr gering, wenn es darum geht, dass er sein Geld haben möchte. Und wenn ihr dann anfangen müsst, erstmal rumzusuchen, ich habe mich noch nie darum gekümmert, dann ist die Kacke quasi am Dampfen. Und ich finde, da sollte man gerade jetzt wissend, dass wir in wenigen Tagen die erste Steuerfrist haben zur Abgabe und dann bereits im September die nächste, da sollte man definitiv jetzt in die Gänge kommen. Ganz, ganz wichtig. Werdet aktiv, dann habt ihr nachher nicht die Riesenprobleme. Vor allem, ich kann mir vorstellen, wenn man proaktiv aufs Finanzamt zugeht, dann ist man im Gespräch, als man wird von denen angeschrieben und dann ist erstmal, ich habe mich um nichts gekümmert. Das ist vollkommen richtig und ich muss auch sagen, also die Finanzämter versuchen ihr Bestes,
Aber wie ihr wisst, in der Kryptoszene kommen so viele neue Sachen raus, ob es jetzt neue Blockchains sind oder neue DeFi-Produkte. Das Finanzamt weiß selber nicht, wie sie damit umgehen sollen. Das heißt, wenn ihr schon vorab zum Finanzamt geht und selber auch ihnen klar macht, dass ihr vielleicht das Verständnis habt, wie das abgerechnet werden soll, dann seid im ersten Austausch mit dem Finanzamt und dann wird das, was ihr dann liefert, ist erstmal das, was sie auch annehmen. Mhm. In nur seltenen Fällen sehen wir, dass unser fertiger Steuerbericht nicht angenommen wird vom Finanzamt. Es ist sogar andersrum. Was man eigentlich nur machen muss, theoretisch, sind die Summen zu melden. Das heißt, wie viel Gewinn habe ich im Jahr XY erwirtschaftet? Was das Finanzamt dann trotzdem erfragt, und das wird immer häufiger, ist, bitte zeig uns den Beweis, wie du auf diese Werte kommst. Das heißt, du musst deine komplette Transaktionshistorie per PDF dem Finanzamt melden. Und da kennt das Finanzamt, das deutsche Finanzamt kennt Cointracking und nimmt dann diesen Steuerbericht auch entsprechend an. Warum kennen die euch? Weil wir eigentlich der erste Portfolio-Tracker / Steuerrechner sind, den seit 2012 gibt es die Firma schon, damals gegründet von unserem CEO. Fast so alt wie der Bitcoin. Fast so alt wie der Bitcoin. Er selber hat es aus Eigenbedarf erstmal eine Excel gebaut mit Makros, war in verschiedenen Bitcoin-Communities unterwegs, bis dann die Community-Member gefragt haben, ob sie nicht auch dieses Tool nutzen können. Und so ist dieses Tool eigentlich aus der Community entstanden und hat sie aus der Community entwickelt. Was in den letzten Jahren passiert ist, natürlich sind Konkurrenten von Amerika oder anderen Ländern aufgepoppt, aber wir sind eigentlich schon von Beginn an dabei. Und seid ihr ein rein deutsches Unternehmen? Wir sind, also unser Standort ist in München, wir haben aber weltweit über 50 Mitarbeiter und bedienen auch verschiedene Länder. Was kannst du jemandem raten, der, und ich denke, das werden einige Leute sein, die jetzt gerade zuschauen, der sich sagt, okay, alles klar, vielleicht ist der Zeitpunkt, wo ich weglaufe vor diesem unangenehmen Thema, genau heute zu Ende, weil er es hoffentlich selber einsieht, dass man da keine Scherze treiben sollte. Was macht er jetzt als nächstes, um mit euch in Kontakt zu kommen? Was sind die ersten Schritte? Also das Erste ist, geht einfach auf unsere Webseite, informiert euch gerne mal, was machen wir, wie tun wir das. Und was wir auch anbieten, ist direkt schon beim Erstellen eines Plans einen einfachen Onboarding-Call. Das heißt, ihr könnt uns mal eure Situation schildern. Wir können euch dann beraten, ob ihr das vielleicht selber hinbekommt oder selber machen wollt, oder wir bieten euch unseren Service an, dass wir das für euch übernehmen. Aber geht auf unsere Webseite, guckt euch die Infos an und dann einfach nur anmelden. Also wir haben einen Account, das geht bis zu 200 Transaktionen, ist komplett alles kostenfrei. Ihr könnt auch Steuerreports erstellen. Viele User, die jetzt gerade gestartet haben, das reicht denen vollkommen aus. Wenn ihr dann auf mehr Transaktionen kommt, dann geht mir natürlich in das Abo-Modell rein. Aber bis dahin einfach anmelden, uns kontaktieren, der Support ist 24/7 auch da. Wir helfen gerne. Und wie gesagt, wenn der Bedarf da ist, es einfach komplett abzugeben, geht über unseren Full-Service. Finde ich gut, weil 200 Transaktionen ist schon einiges. Ja. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich im Jahr auf 200 Transaktionen komme. Ich mache aber auch viel im Spotmarkt. Das ist also gut, dass da viel abgerechnet wird. Ich kann nur sagen, die HKCM nutzt selber Cointracking. Wir wollen uns hier immer grundsätzlich auf die sichere Seite stellen. Es gibt viele Bereiche, wo man sagt, okay, ich gestalte hier und ich mache sonstige Geschichten, aber was der Kryptobereich angeht, gerade Spotmarkt, ich will ja auch nachher von der Steuerfreiheit profitieren. Ich will, dass ich meine Gewinne ein Jahr und einen Tag später runternehmen kann, ohne dass mir irgendeine Behörde nachher auf die Nerven geht und sagt, ja, wie war das jetzt nochmal? Das kann ja gar nicht sein. Warum ist da jetzt so viel Geld aufs Konto gekommen? Das ist ja wahrscheinlich auch meistens der Zeitpunkt, wo das Finanzamt sich meldet, weil über 10.000 Euro draufgekommen sind. Und wer sich jetzt überlegt, wenn der Bullenmarkt noch weitergeht, wir werden noch recht hohe Preise erreichen, dann werden diese Positionen natürlich dementsprechend auch aufgeblasen sein und spätestens dann geht bei denen die Klingel an und die melden sich. Genau. Und gerade Leute, die schon längere Jahre in der Kryptoszene unterwegs sind, noch keine Steuern gemacht haben. Also macht euch wirklich Gedanken, weil es ist eine kleine Herausforderung zu sagen, ich will meine Kryptosteuern auch für die letzten 5 Jahre machen. Weil wer weiß noch, was man vor 5 Jahren wo getradet hat, gerade wenn man ein aktiver Trader ist. Also bitte schnellstmöglich anmelden, schauen, dass man vielleicht für sich selber nochmal herausfindet, was habe ich denn in den letzten Jahren gemacht.
Weil wir von Coinchecking brauchen natürlich diese Informationen, um entsprechend die Sachen zu integrieren und es vollständig zu machen. Und das ist auch, wird auch immer wichtiger, die Vollständigkeit der Daten. Es ist, die Steuerberechnung basiert auf jeder einzelnen Transaktion, die mit dem ersten Trade stattgefunden hat. Es kann nicht sein, dass wir uns nur ein Jahr anschauen. Wir müssen uns die komplette Transaktionshistorie anschauen, damit wir am Schluss die steuerrelevanten Daten abziehen können. Also ganz klar, es ist hier, was dieses Thema angeht, Steuerdeadline Abgabe 2022, 31.07. Das ist in diesem Monat, in ja, weniger als zwei Wochen jetzt. Und dann der 2. September für das Folgejahr 2023. Deswegen, Leute, geht dieses Thema an. Das ist nichts, was man jetzt noch irgendwie vor sich herschieben sollte. Ich kann da selber nur empfehlen, Cointracking zu nutzen, eines der ältesten Unternehmen auf dem Markt, ein deutsches Unternehmen. Abo, ich danke dir ganz herzlich für deine Expertise. Danke für die Einladung.